R-Type ist einer dieser großen Shoot'em-Up-Serien. Ich hatte als Kind den ersten Teil, hatte aber so eine Art Hassliebe. Ich kam nie sehr weit, aber ich habe es immer wieder versucht, weil eben das Spielgefühl so gut war. Nun gibt es das Spiel auch mit dem DX-Zusatz. Wurde hier nur der erste Teil koloriert oder doch mehr? Lass es uns zusammen herausfinden. Was taugt R-Type DX für den Game Boy Color und Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von den Bit Studios entwickelt bzw. angepasst und von Nintendo bei uns 1999 veröffentlicht. In den USA und Japan erschien es auch noch im selben Jahr. Das Spiel ist auf einem schwarzen Modul erschienen, das heißt, es kann sowohl auf dem Game Boy Color als auch auf dem klassischen Game Boy gespielt werden. Im letzteren Fall ist aber natürlich der Umfang etwas geringer. Ich muss gestehen, dass das Spiel schon länger in meiner Sammlung ist und ich mir nie großartige Gedanken dazu gemacht habe. Ist halt eine Farbversion vom ersten Teil. Kennst du ja, dachte ich mir. Weit gefehlt, das Modul bietet so viel mehr. Es gibt eine kolorierte Version vom ersten und vom zweiten Gameboy-Teil, eine DX-Variante, das ist eine Art Verschmelzung der ersten beiden Teile, dennoch die beiden Teile in einer klassischen Version, die dann auch auf dem normalen Gameboy gespielt werden können. Man könnte also von der definitiven R-Type Gameboy-Sammlung sprechen. Im Rahmen dieses Videos werde ich nicht genauer auf die Teile eingehen, da ich jeweils schon ein Testvideo dazu gemacht habe. Diese habe ich euch im Bemerkungsfeld unten entsprechend verlinkt. Aber grob, was ist R-Type eigentlich? R-Type ist eine Serie aus Shoot'em-Up-Spielen, die seitwärts scrollen. Der erste Automat ist 1987 erschienen und hat seitdem etliche Ableger produziert. Besonderheit ist hier das teilweise eher organische Gegner- und Level-Design und der Kampfsatellit, der euch als Power-Up unterstützt. Grundsätzlich werden die ersten beiden Teile hervorragend portiert und auch koloriert, aber nicht nur optisch, sondern auch technisch wurden die Teile überarbeitet, da es viel weniger Slowdowns im Vergleich zur ursprünglichen Version gibt. Das da ist aber natürlich die angesprochene DX-Version, die, auch wie schon angesprochen, die beiden Spiele zu etwas Neuem verschmilzt. Hier erwartet euch also eine theoretisch neue, aber dennoch bekannte Herausforderung. Auf jeden Fall einen Blick wert. Auf der technischen Seite hat sich, wie gesagt, einiges getan, was natürlich vor allem der Farbe zu verdanken ist. Die wurde hier trotz der eingeschränkten Farbpalette echt gut umgesetzt und alles ist einfach nur stimmig. Beim Sound hat sich jetzt nicht so viel getan, aber das muss es auch nicht, das war im Original ja auch schon gut. Was taugt R-Type DX also heute noch? Ich finde das Spiel super. Ich habe, wie schon angedeutet, eine Schwäche für die Serie, auch wenn ich nicht gut in diesen Spielen bin. Und diese wurden in dieser Compilation sehr schön portiert und auch sinnvoll erweitert. Wenn ihr gute Shoot'em-up-Action sucht, könnt ihr hier definitiv zugreifen. Beziehungsweise wenn ihr die Auswahl aus den Originalen und dieser Version habt, würde ich euch natürlich auf jeden Fall diese Version hier ans Herz legen. Das war der Test zu R-Type DX für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten hören oder sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.